Ja, als ich zu der Dienststelle kam, mich da meldete, da sagte die Vorgesetzte, Resa, Sie gehen heute Abend noch mit 20 Mädchen auf die Wilhelm Gustloff. Und ich freute mich ganz dolle, denn die fährt ja gen Westen. Das war Hoffnung Westen, der goldene Westen. Da wird es keinen Krieg geben. Was wir uns da vorgestellt haben, weiß ich nicht. Das war Freiheit, weg vom Russen. Und dann kam diese Geschichte, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht ohne meine Schwester Rosemarie. Und die sträubte sich, die wollte nicht mit. Nein, sagte, sie geht nicht weg. Die war nun schon ein paar Jahre in Gotenhafen, die kannte da alles. Und da haben wir denn uns mit unserem Vater in Verbindung gesetzt und der hat gesagt, ihr beide dürft euch nicht trennen. Wir wissen nicht, wo die Mutter mit den kleinen Geschwistern ist. Und so bekam meine Schwester Rosemarie eine Aktentasche mit den Papieren von uns 19. Und mit 20 sind wir von der Dienststelle, jeder durfte nur mitnehmen, was er in der Hand tragen konnte. Mehr durfte er nicht mitnehmen. Sind wir durch hohen Schnee, der Schnee war bis zu den Knien, zum Hafen gestapft. Aber für uns war schon alles organisiert. Die Gustloff, die lag jetzt auf der anderen Seite in Oxthöf nennt sich das. Und da stand schon eine Barkasse, die uns aufnahm und uns rüberbrachte zur Gustloff. Und auf der Gustloff waren schon Flüchtlinge. Wir kamen da an, wurden registriert, kriegten eine Essensmarke, eine Matratze und da sollten wir nun eine Adresse angeben im Westen. Wir guckten uns an, wir hatten im Westen konnten keine Adresse angeben. Dann wurden wir in einen kleinen Raum gewiesen. Das war ein kleiner Raum neben einem großen Raum. Ich nehme an, dass das der Vorführraum war zum Kinosaal. Aber dieser Saal, der war noch ganz leer. Wir 20 legten unsere Matratzen nebeneinander und da war der Raum gerade ausgefüllt. Wir mussten immer übereinander steigen.